manchmal bekomme ich komische Dinge. Zum Beispiel das hier. Das hat mir meine Schwiegermutter gegeben. Meine Schwiegermutter ist Chinesin. Vielleicht kennt sie das, aber ich kannte das vorher noch nicht. Ich habe herausgefunden, das ist eine sogenannte Horngurke oder auf Lateinisch Pumis metiliferus. Jetzt schneiden wir uns. Okay, Schritt 1, aufschneiden. Ich glaube, das hier ist eine gute Stelle. Und so sieht es drinnen aus. Es hat so kleine Segmente, die erinnern mich ein bisschen an was man in einer Orange oder Mandarine findet, aber sie sind so schleimig grün und in jedem ist so ein kleiner Kern. Das Ganze sieht schon sehr schleimig aus. Ich kann schon mal dran lutschen. Ist ein bisschen sauer, aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Also das hier ist der eigentliche Inhalt. Es ist so eine schleimige Masse, nicht wirklich flüssig, nicht wirklich fest. Und es sind viele Kerne drin. Okay. Das ist aber echt schrecklich. Das ist der Hauptbestandteil der Frucht. Es ist sehr unangenehm zu essen. Aber okay. Vermutlich soll man das halt irgendwie so essen. Ja, so geht's. Ja. Hier nochmal, wie das Ausquetschen der Frucht aussieht, weil das so appetitlich ist. Es funktioniert sehr gut, aber es ist wirklich. Danach will man schon gar nichts mehr essen. Ja, das war mein erstes Mal Horngurke ausprobieren. Es hat mir nicht so gut geschmeckt. Ich würde sie nicht nochmal kaufen, aber ich hoffe, es hatte einen gewissen Unterhaltungswert. Danke fürs Zuschauen.